Herr Lindner, ich freue mich, dass Sie meinen Burgenlandkreis besuchen. Waren Sie schon mal in Freiburg? In Freiburg nach meiner Erinnerung noch nicht. Im Saale-Unstrut-Gebiet war ich in den letzten Jahren natürlich schon einmal, aber heute zum ersten Mal hier in Freiburg und ja, bei einer gelungenen Veranstaltung mit Mittelständlern. Welchen Sekt trinken Sie eigentlich? Rotkäppchen natürlich. Danke, war eine gute Einleitung. Politiker sagen immer die Wahrheit, ja. Natürlich trinke ich auch Rotkäppchen, nicht nur, aber diese große Marke ist natürlich jedem ein Begriff, auch mir. Herr Lindner, da Sie ja sehr gebildet sind in der Beziehung, tragen Sie auch immer vor. Wir haben die Freien Demokraten, wir haben das Wort liberal, also im großen Werbeauftritt, herausgestrichen. Jetzt die Frage für mich, Liberalismus, einigt er uns noch? Naja, also wo ist die Alternative dazu, sich einzusetzen für ihre, meine Möglichkeit, in hier und jetzt glücklich zu werden? Also Sie sind doch der beste Experte für Ihr Leben und ich möchte, dass ich der Autor meiner Biografie bin, dass das kein anderer für uns übernimmt, Ursula von der Leyen oder sonst jemand, der uns bevormunden will. Und insofern muss ich Ihnen für mein Leben sagen, ich sehe keine Alternative zum Liberalismus, weil etwas anderes als das zu vertreten bedeutet ja, dass ein anderer mehr Macht über mein Leben hat als ich selbst. Und das kann ich nicht gut finden und unterstützen. Wir senden ja für das breite Publikum im Burgenlandkreis und da wäre es mir noch ganz lieb, wenn Sie vielleicht mal ein paar Kernaussagen vom Liberalismus, wie Sie ihn sehen, 60 Sekunden lang, 30 Sekunden vielleicht unseren Zuschauern noch einmal erwähnen. Also gerade hier im Burgenlandkreis geht es ja darum, dass wir sichere Arbeitsplätze weiter haben. Und die Liberalen sind die Partei, die in besonderer Weise sich um wirtschaftliche Vernunft bemühen, also den Mittelstand, das Handwerk, die Winzer, die hier tätig sind, vor überflüssiger Bürokratie und vor Abkassieren schützen wollen, damit die Arbeitsplätze auf Dauer sicher sind. Wir sind keine Anhänger eines Minimalstaats, sondern eines handlungsfähigen Staats, der seine Kernaufgaben erfüllt. Und in diesen Tagen gehört dazu, dass selbstverständlich auch hier im Burgenlandkreis die Versorgung mit einem vernünftigen Internetzugang gelingt. Denn sonst wird möglicherweise irgendwann der Arbeitsplatz weniger sicher sein oder das Haus weniger wert. Denn zukünftig ist meine feste Überzeugung, auf Sicht der nächsten Jahrzehnte, werden die Menschen, gerade jüngere und qualifizierte Menschen, nur dort wohnen und arbeiten wollen, wo sie auch einen vernünftigen Internetzugang haben. Auch wer heute den Brief auf Papier schreibt und glaubt, damit nichts zu tun zu haben, muss deshalb ein Interesse an dem Anschluss an den, wie man sagt, Datenautobahnen haben, weil sonst auf Dauer eine Region abgehangen wird. Und ich nenne einen dritten Punkt. Wir sind die Partei des Rechts und auch in der Frage der Flüchtlingswelle, die wir gegenwärtig erleben, muss das Recht wieder durchgesetzt werden. Es müssen Regeln gelten. Zuwanderung darf nicht chaotisch erfolgen, sondern muss nach einer Ordnung organisiert werden. Wir brauchen Zuwanderung, aber eben eine Zuwanderung, die wir uns aussuchen können in qualifizierte Arbeitsplätze, nicht in den Sozialstaat, begründet in unserem Interesse und nicht im Interesse anderer, ihr Leben bei uns zu gestalten. Das wäre eine Frage der Solidarität, aber die gilt eben nur zeitweise. Und eine abschließende Frage, wie definieren Sie Mut? Ich bin Vorsitzender der FDP, das spricht für sich. Danke.